Herzlich willkommen. Ich mache mal hier die Anmoderation, weil der Gerrit nicht sehen konnte oder ich zumindest nicht weiß, ob er sehen kann, ob die Aufnahme schon gestartet ist. Gerrit, ich vertrete heute den Michael Winsemann, der aus privaten, glücklichen Gründen heute die Montagsrunde nicht mitmachen kann und möchte mit dir über unseren Wechsel bei Gartentechnikum von der Deutschen Bank zur GLS Bank sprechen. Ich bin kein guter Interviewer, weil ich selber auch Themen habe, die ich einbringen will. Aber du kannst ja einfach mal starten und erzählen, warum das überhaupt ein Video wert ist. Ja, ich glaube, dass wir haben ja beide so Geschichten, die können wir noch erzählen, warum wir oder wo wir ursprünglich mal bei welchen Banken waren oder auch immer noch sind. Ja, das ist ja nichts, was man so von heute auf morgen einfach mal wechselt. Das Interessante ist halt, der Auslöser war ja jetzt, also wenn man sich so die Deutsche Bank in den letzten Jahren anschaut, dann ist das keine schöne Geschichte. Also weder beim Aktienkurs noch bei allerlei Problemen, die sie sonst so haben. Und dann kam es in das Übernahme, Kisten und so weiter. Aber ich glaube, wir beide haben einen ganz anderen Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen uns irgendwie banktechnisch auch anders aufstellen, weil uns, glaube ich, beiden das Geschäftsmodell bei der Deutschen Bank und auch bei vielen anderen Geschäftsbanken nicht mehr so richtig klar ist und auch das, was die Banken tun, nicht unbedingt dem entspricht, wie wir uns verhalten. Und das hat ja zum Teil auch keine ökonomischen Gründe und Hintergründe, sondern ganz andere Gründe, warum wir jetzt gesagt haben, okay, wir wechseln nicht zu irgendeiner Bank, also die jetzt am billigsten ist zum Beispiel, sondern das ist die GLS zum Beispiel nicht, sondern wir wechseln zu einer Bank, die halt gewisse ethische Standards vertritt. Und das ist, glaube ich, der wichtige Teil bei der ganzen Geschichte und über den sollten wir auch reden und warum wir das tun. Ja. Also vielleicht kann ich dazu auch nochmal sagen, warum wir eigentlich bei der Deutschen Bank am Anfang gelandet sind. Das hattest du ja gerade schon angeschnitten. Mein Opa liebte die. Das war eine richtig starke Marke für meinen Opa. Der hatte Aktien von der Deutschen Bank. Der hatte eine persönliche Beziehung zu den Ansprechpartnern in Berlin damals. Der war auch selbstständig im Übrigen und glaubte einfach an deren Konzept. Und das war sozusagen nicht sein eigenes Unternehmen, aber sozusagen knapp daneben ganz wichtig. Und als der starb und mein Vater dessen Aktienportfolio übernahm, da hatte sozusagen die Deutsche Bank ein deutliches Übergewicht, das man nur mit emotionaler Verbundenheit erklären konnte. Und insofern war das vermutlich richtig für meinen Opa, bei der Deutschen Bank Kunde zu sein. Der liebte die und die machten vermutlich viele tolle Dinge mit ihm zusammen. Mein Vater hat das dann geerbt und ich habe das quasi auch mitgeerbt. Irgendwann habe ich mich selber selbstständig gemacht. Und dann haben wir gemeinsam Gartentechnikum gegründet und das war einfach der Standard. Also ich hatte schon immer Deutsche Bankkonten und wir haben dann da auch ein Deutsche Bankkonto gehabt, weil man als Geschäftsmann ja auch erstmal sozusagen eher so ein bisschen komisch beäugt wird. Da kann man pleite gehen, da verbraucht man schneller als Privatleute viel Geld und wenn man dann pleite geht, dann sitzt die Bank blöd da. Da machen die also dann mehr Due Diligence, sagt man jetzt in Neudeutsch, also prüfen mal, ob der auch kreditwürdig ist. Das fiel mir jetzt damals, als ich 17 war, mit der Selbstständigkeit leichter, weil die Ansprechpartnerin bei der Deutschen Bank meinen Papa halt schon kannte. Und dann haben wir also sozusagen sind wir zu einem deutschen Bankkonto gekommen. Ich habe mir da auch eigentlich bis vor 2-3 Jahren nie so richtig Gedanken drüber gemacht, weil das für mich so eine EDA-Leistung ist. Man braucht halt ein Bankkonto, da überweisen die Kunden Geld drauf und die Bank zieht einem dann Gebühren ab für die Abwicklung und Bereitstellung dieses Kontos. Ich glaube, um mal kurz einzugrätschen, ich glaube, das ist genau der Grund und der Weg, wie die allermeisten Menschen zu der Bank geraten. Das ist etwas, was die gar nicht von sich aus machen. Also ich meine, wenn ich jetzt bei mir jetzt sehe, ist es genau das Gleiche, was du erzählst. Bei mir war es die Commerzbank bei meinem Großvater, der ja auch selbstständig war. Dann hat mein Vater die Commerzbank geerbt und ich habe die auch mitgeerbt. Und das passiert ja damals so, da war ich ja, keine Ahnung, 12 oder irgendwie sowas, da kriegt man halt sein eigenes Konto. Und das hat man natürlich bei der Bank, wo die Eltern sind. Also landet man dort und irgendwann ist mein privates Konto zu meinem ersten Geschäftskonto mutiert und da war ich ja bei der Commerzbank, ohne darüber je nachgedacht zu haben, ob ich zur Commerzbank will und warum überhaupt. Und ich hatte noch immer gedacht, ich schaue mir das bei der Deutschen und damals gab es ja noch die Dresdner Bank, wie mir das an, die machen ja alle das Gleiche. Und das ist jetzt auch konditionstechnisch so eng aneinander, dass es irgendwie keinen wirklichen Grund gab, da wegzugehen. Und man hat natürlich auch immer den Vorteil, das ist ja genau das, was du beschreibst, man kommt halt in die Filiale und die Leute kennen einen ja schon. Ja? Das ist halt, die haben ja über Generationen sozusagen dann schon mit den Vorgängern zusammengearbeitet.
da braucht man halt nicht so viel reden. Das ist halt immer ganz praktisch und das ist genau die gleiche Entwicklung bei dir. Und ich glaube, das ist ganz viel. Kennst du denn bei der Commerzbank, wenn du in Halfa da reingehst, kennst du da noch jemanden? Nee, mittlerweile nicht mehr. Ich habe da sogar mal ein Praktikum gemacht, aber früher kannte ich da noch jemanden. Ich weiß nicht, wie es bei dir bei der Deutschen Bank ist, aber das hat sich auch alles komplett verändert. Also sind da komplett neue Leute heute. Also wir kennen da schon Leute, weil die inzwischen sich regelmäßig bei uns melden, um uns irgendwelche Sachen zu verkaufen, die allerdings bei näherer Betrachtung nicht sind, was ich einem unserer Kunden oder mir selbst empfehlen würde, was vermutlich dazu führt, dass sie es uns verkaufen wollen. Was bei mir das Gleiche ist, das ist ja auch, daran merkt man halt auch, dass denen einfach die Grundlage fehlt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt sagen, ich bin ein durchaus versierter Mensch und beschäftige mich mit allerlei Sachen, aber ich habe bei vielen Banken absolut keine Ahnung, was eigentlich deren Geschäftsmodell ist. Ja? Und das ist halt eigentlich schon schwierig, wenn man nicht weiß, was der eigene Geschäftspartner tut und womit er Geld verdient. Ja? Das ist, finde ich, heute ein bisschen schwierig. Naja gut, also da gibt es jetzt so zwei Dinge, die mir da noch direkt einfallen. Das eine ist, ich wohne ja in einem Vorort von Wiesbaden, der so eher so ein dieser Ort hat gar keine eigenen Banken mehr, aber im nächsten Vorort, der ist ein bisschen größer, da gibt es eine Sparkassen- und eine Volksbankfiliale. Und das Interessante ist, wenn man sich mit Mitarbeitern, ich kenne das sozusagen aus jeder Filiale, einen Mitarbeiter, nette Leute und unterhalte mich mit denen. Und das Nummer eins Gerücht, das mindestens einmal im Jahr rumgeht, ist, ja, die Sparkasse, die denkt ja darüber nach, die Filiale zu schließen. Ja, die Volksbank, weißt du was? Die wollen die Filiale schließen. Diese Nachricht kommt natürlich immer von der anderen Bank. Und also die, das liegt so ein bisschen wider, was du auch schon gesagt hast. Es gibt quasi persönliche Ansprechpartner, die in so einer dörflichen Charakter halt ein wichtiger Ankerpunkt sind. Wo gehe ich denn da hin? Und das Beste, was denen einfällt, ist zu hoffen, dass die anderen ihre Filiale schließen. Die sozusagen keinen persönlichen Ansprechpartner mehr haben zu der anderen Bank, wo sie halt noch einen persönlichen Ansprechpartner bekommen. Die Deutsche Bank und die Commerzbank haben ja schon längst in sozusagen so Rural Areas gar keine Filialen mehr. Insofern sind die aus diesem Geschäft schon ausgetreten. Was auch meine persönliche Verbindung zu diesem Geldinstitut natürlich nicht gerade stärkt, dass es keinen Ansprechpartner gibt, der sich in irgendeiner Form um unsere Belange kümmert, sondern der... Ich habe immer das Gefühl, wenn die uns kontaktieren, dann kümmern sie sich um ihre eigenen Belange, nämlich Provisionen, Ziele und Dinge, die sie erreichen müssen. Was mich eher noch davon abschreckt, also bei der Deutschen Telekom und bei der Deutschen Post habe ich schon so Sätze gehört, auch jetzt sozusagen natürlich nicht zitierbar und so weiter, aber solange die Leute Briefe verschicken, solange die Leute telefonieren, ist alles gut. Das ist so ein Subscriber-Business, also ein Abonnentengeschäft, das die Bank letztendlich auch hat. Die müssen gar nichts tun. Irgendwelche Computer machen vollautomatisiert die Bankgeschäftsabwicklung und die buchen dann trotzdem hunderte Euros bei uns jedes Quartal ab. Und dieses automatische Geschäft ist ja sozusagen schon lange eigentlich sozusagen bei den Konsumenten verhasst. Wenn ich meinen Kindern Kalle Blomqvist vorlese, dann gibt es da den Krähen und der ist total unbeliebt, weil das ein Wucherer ist. Der nimmt zu hohe Zinsen. Und wer Zinsen nehmen darf und dann verfolgt wird und so weiter. Also jedenfalls ist das Bankgeschäft etwas, das schwierig als Produkt für den Konsumenten ist. Und bei mir ist es tatsächlich so, es gibt einerseits quasi diese Nachhaltigkeitsdebatte, also ist das, was die Bank anbietet, überhaupt das, was ich als Konsument in Anspruch nehmen möchte? Und geht das nicht auch anders? Und inzwischen ist die Antwort ja, das geht auch anders. Und darüber können wir sprechen. Und dann gibt es auch noch einen ganz egozentrischen Trieb. Ich habe einfach Angst. Also ich habe Angst davor, dass die Commerzbank war ja eigentlich schon pleite. Ne? Die hat dann Hilfen vom Staat entgegengenommen und das hat jetzt keinen der deutschen Sparer seine Einlagen gekostet. Aber wenn der deutsche Staat die Commerzbank nicht gerettet hätte, dann weiß man nicht so genau, was dann sozusagen anschließend passiert wird, wäre. Oder wird ja mal gesprochen, ja, das ist ja systemrelevant und ein Unternehmen wie die Deutsche Bank, die können ja gar nicht pleite gehen. Aber wenn du jetzt
als Unternehmen, und das passiert ja als Unternehmen relativ schnell, mehr als 100.000 Euro auf dem Konto hast. Und ich weiß sogar gar nicht so genau, bin ich zu schlecht informiert, ob Unternehmen nicht sogar von diesem Einlagensicherungsfonds ausgenommen sind und das nur für Privatleute gilt. Aber gehen wir davon aus, wir werden damit ein, der endet ja bei 100.000 Euro. Das heißt also, wenn jetzt eine Bank pleite geht, dann ist alles über 100.000 Euro, was du auf dem Konto liegen hast, weg. Sofern der Einlagensicherungsfonds noch funktioniert. Wenn jetzt alle Banken gleichzeitig pleite gehen, dann gibt es dann niemanden mehr, der die Einlagen sichern kann. Gehen wir davon aus, es geht nur die Deutsche Bank pleite. Dann wäre sozusagen in diesem Fall, wenn nicht der Staat eintritt, wäre sozusagen alles über 100.000 Euro weg. Wenn ich jetzt mehr als 100.000 Euro auf dem Konto habe, ist es ein bisschen doof. Und vielleicht gehören die mir gar nicht. Vielleicht muss ich die an jemand anderen weiter überweisen. Aber der wird ja dann nicht sagen, ah ja, hast du ja Pech gehabt, ist deine Bank gerade pleite gegangen. Dann werden viele vermutlich sagen, ah ja, Salbert, das ist ja schon jetzt, also so Dritter Weltkrieg und so, da sind wir ja weit von entfernt. Und es ist nur so, wenn halt jemand sozusagen von 80.000 Mitarbeitern 20.000 entlässt und dann anschließend bei einer Börse dafür gefeiert wird und dann endlich nach Jubeljahren mal wieder der Aktienkurs steigt, sage ich mir auch, naja, wenn das jetzt sozusagen der Grund ist, den ich brauche, um sozusagen als Unternehmen wieder an der Börse als glaubwürdig und als wettbewerbsfähig zu gelten, sind mir auch meine Gedanken, ob das passt. Und dann, was auch noch ein großer Punkt für mich gewesen ist, um mit euch gemeinsam diesen Wechsel anzustoßen, ist, die Mitarbeiter, die ich kenne, das sind jetzt, das ist ja keine repräsentative Studie oder sowas, aber sagen wir mal, eine Handvoll deutscher Bankmitarbeiter kenne ich. Und die reden einfach unglaublich schlecht über Unternehmen. Die werden schlecht behandelt, die mögen ihren Arbeitgeber nicht, die erzählen von Geschäftspraktiken, die 1996 sind, das ist alles kaputt sozusagen. Also das macht mich glauben, dass das kein System ist, von dem ich gerne möchte, dass das durch meine eigenen Gebühren und meine Kundschaft sozusagen unterstützt wird. Ich will mal den Punkt aufgreifen, den du ganz am Anfang gerade gemacht hast. Und zwar das Thema, was du von deinem Opa gesagt hast. Das Image, ja, das war ja sozusagen das große Thema, was damals, also vor allem, ich sag mal so bis in die 70er, 80er und auch noch in die 90er rein, die Leute dazu motiviert hat, zur Deutschen Bank zu gehen oder zur Commerzbank. Eine andere Alternative gab es eigentlich gar nicht. Die Dresdner vielleicht und dann gab es noch allerlei andere komische Banken, aber da ist ja niemand hingegangen, der irgendwie geschäftlich ernst genommen werden wollte. Die Sparkasse vielleicht, weil sie regional der einzige Anbieter war, aber dann war es auch das sozusagen Schluss. So, und dieses Image, was sie damals hatten, hing ja eng damit zusammen, dass es diese Deutschland-AG gab, ja, wo jeder Vorstand saß bei den Nächsten im Aussichtsrat und andersrum. Und diese hohe Verflechtung in der deutschen Industrie mit den Banken und den Finanzinstituten sorgte halt für eine unglaubliche Stabilität. Aber das ist halt vorbei. Ja. Also diese Zeit ist seit mindestens 20 Jahren, eher seit 30 Jahren, irgendwann so Mitte, Anfang der 90er einfach vorüber. Das gibt es so nicht mehr. Und das ist meiner Meinung nach auch gar nicht so schlecht, dass das sich verändert hat, weil dadurch ist halt viel Bewegung in die deutsche Wirtschaft reingekommen. Aber das Image, was sie damals hatten, das hat noch eine ganze Zeit lang gestrahlt, aber eigentlich war das gar nicht mehr richtig da. Und dann kam dieses ganze Investmentbanking-Geschäft, gerade bei der Deutschen Bank, wo die Commerzbank ja viel später und nicht so erfolgreich auch erst und dann noch hinter nicht mit so großen Schäden eingeschieden ist. Aber was du sagst, ist ja genau der Punkt. Also das ist ein Imageproblem, gekoppelt mit einem, was ich viel wichtiger finde, einem fehlenden Geschäftsmodell. Ja, also dieses, ich nehme Geld von Sparern und verleihe das an Unternehmen. Das ist ja schon ewig nicht mehr so. Spätestens seit der Finanzkrise gibt es dieses Geschäftsmodell gar nicht mehr. Und das Investmentbanking, das können halt so ganz große Leute vielleicht besser oder machen das mit noch komischeren Hintergründen, dann funktioniert es gar nicht mehr. Und das war also für mich dann auch irgendwann schon der Punkt zu sagen, okay, ich suche jetzt mal einfach eine Bank, die das anders macht. Und was man dazu sagen muss, ist, wenn du dir jetzt zum Beispiel Goldman Sachs oder sowas anguckst, die sind ja profitabel. Das sind ja Zahlen, die generieren, die vollkommen unglaublich sind. Das heißt, es geht ja offensichtlich. Aber auch dieses bösartige, kapitalistische Geschäft, das es ja auch schon länger gibt, als wir auf dem Erdenrund sind, das können andere offensichtlich besser als die Deutsche Bank. Also ja, viel besser. Die sind ja auch, man muss auch sehen, wie groß die sind. Ja, die Deutsche Bank ist ja winzig im Verhältnis zu Goldman Sachs. Also es ist ja, das ist ja ein Staubkorn im Verhältnis dazu. Und die sind ja viel zu spät eingestiegen. Ja, das war ja das ganze Debakel. Und das hat die Deutsche Bank halt dann auch so innerlich zerrissen, dass sie dann auch da eingegangen sind, diese komischen Geschäfte einzugehen, die dann am Ende dafür gesorgt haben, dass ja auch der Bund steckt ja auch in der Deutschen Bank drin, ja, weil als die Deutsche Bank die Postbank übernommen hat, die Postbank musste ja auch so mitfinanziert werden staatlich und damit war ja auf einmal der Staat auch an der Deutschen Bank beteiligt. Hm. Also das Ganze war halt ein Riesendesaster eigentlich, das Investmentbanking, das lief gut irgendwie bis in die 80er, 90er und dann
ja, dann waren, aber sie waren nie wirklich so gut. Sie waren nie der Marktführer in irgendeiner Form. Und wie gesagt, das Ganze ist halt auch, wenn du Kapitalismus sagst, ich meine, dieser Finanzkapitalismus ist eine völlig andere Gaskiste. Ja? Da geht es ja nicht darum, dass man irgendeinen auf noch nachvollziehbaren Werten bestehenden Kapitalismus hat, sondern einen auf irgendwelchen Derivaten bestehenden schnellen Transaktionismus, sagen wir mal so. Das hat ja nichts mit Geschäft zu tun. Ja? Das hat ja, das ist ja letztlich rein virtuell. Ich finde es immer lustig, wenn Leute sich über Bitcoin oder sonst was echauffieren und sagen, das ist ja alles nur virtuell und nur digital. Und dann denke ich immer nur, was ist denn das? Also dieses Geschäft ist ja noch digitaler. Also das ist ja, da habe ich ja gar keinen Bezug mehr zu irgendwas. Und das ist sozusagen die Ableitung der Ableitung der Ableitung. Und das nennen die dann Geschäft und Kapitalismus. Und so, nee, das ist etwas ganz Komisches und wenig handfest. Und also das war für mich dann der Punkt, irgendwann zu sagen, ich schaue mich einfach mal um. Und es gibt ja eine ganze Menge Banken, die ja auch ganz aktiv anders das kommunizieren, was sie tun und auch das dann auch leben, wie sie dieses Anderssein halt verstehen. Und daher kam ja jetzt der Grund dann zu sagen, okay, wir wollen zu so einer Bank und da gibt es halt meiner Meinung nach zumindest einen relativ klaren Marktführer. Das kann man sich ja auch ganz gut anschauen, womit die GLS sich, weil wir haben jetzt übrigens die ganze Zeit über die alte Kaskiste gesprochen. Ja, richtig, wir sollten mal über das neue Sache reden. Ganz die, kurz, für unsere Kunden, die eigentliche Nachricht ist, unsere Bankverbindung ändert sich. Also was anderes brauchen wir eigentlich überhaupt nicht wahrzunehmen. Das andere ist alles hier nur Geplärr. Und das eine halbe Stunde später. Auf einem anderen Weg noch effizienter mit als durch dieses Video. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wer von unseren Motoristen, Kunden und vielleicht auch Kunden von Cybert Media dieses Video eigentlich angucken will. Aber das ist ja das Schöne am Internet, es gibt für alles eine Zielgruppe. Und es gibt bestimmt eine Deutsche Bank-Basher-Zielgruppe. Und dann gibt es bestimmt auch Marketingleute bei der GLS, die können uns dann als Testimonials hernehmen. Da lass uns doch denen mal ein bisschen Futter liefern. Was kann denn jetzt die GLS? Ist da auch eine Scheißbank? Ist da eine Volksbank letztendlich, also eine Tochtergesellschaft der Volksbanken, also auch zu so einem riesen Frankfurter Bankenkonzern gehören die? Die sind doch kein Deut besser. Nee, also sie sind zwar in diesem Verbund der Volksbanken, also auch was die Technik angeht, also zum Beispiel IT-Bereich und so weiter, was manchmal ein bisschen störend ist, aber der Unterschied ist, das ist halt schon, das ist ja eine genossenschaftliche Bank, das heißt, also ich bin zum Beispiel auch persönlich Genossenschaftsmitglied dort, ja, das ist ja auch übrigens in der Branche, gibt es ja eine ganze Menge Genossenschaften, das heißt, da weiß ja auch jeder Händler, was das bedeutet. Das richtig, halt bei den Motoristen ist das total üblich, ne? Richtig, da ist das ja mit den Einkaufsgemeinschaften sehr üblich und das ist ja auch die klassische Variante, das war ja im Bankgeschäft. Ist Anteilseigner. Volksbanken, das ist ja ein alter Klassiker, auch um Mittelstand zu finanzieren, eben nicht über die großen Geschäftsbanken, weil wenn man kein Auslandsgeschäft hat und so weiter, braucht man das eigentlich nicht. Dann brauche ich keine Dependance in New York oder sonst wo auf der Welt, damit ich mein Geld bewegen kann. Ne? Also im Regelfall jedenfalls nicht. So, und die GLS ist halt eine genossenschaftliche Bank erstmal. Das heißt, da kann man Genossenschaftsmitglied, also Anteile zeichnen, kriegt auch noch einen relativ guten Zinssatz interessanterweise. Der wird halt von den Genossen auch dann wieder festgelegt, wie viel ausgeschüttet wird. Aber um das mal auf den Punkt zu bringen, wo der Unterschied ist, also erstmal andersrum, die machen ganz viel so wie alle anderen auch. Die nehmen allerdings auch Geld dafür. Da versteht man dann auch, wie die Geld verdienen. Das heißt, das Konto ist, die Kontoführungsgebühren sind ein bisschen höher, aber irgendwie müssen diese Mitarbeiter dort ja auch bezahlt werden. Und das Interessante ist jetzt halt, und das ist meines Erachtens der Riesenunterschied, wenn die Bank Geld verleiht, und das ist ja eigentlich die Aufgabe von der Bank, also Geld zu verleihen an Unternehmer, die damit dann arbeiten, dann sind die sehr, sehr restriktiv und achten sehr genau darauf, was für Geschäftsmodelle dort unterstützt werden. Und sie unterstützen halt sozusagen nur gute Geschäftsmodelle, ethisch sinnvolle Geschäfte und schließen halt alles aus. Also zum Beispiel jetzt, wenn Garmtechnikom anfangen würde, Waffen zu produzieren oder so, dann würden wir da halt schnell rausfliegen, weil das passt halt nicht zu deren Bild und Verständnis. Und es ist auch so, wenn man... Vermutlich noch Kunde sein könnten, ja? Das wird nicht geprüft, ob du als Kunde nachhaltig bist. Aber wenn wir da anfragen würden und würden sagen, leit uns mal Waffen her, das passt nicht zu unseren Richtlinien, machen wir nicht. Ganz genau. Also immer, wenn man Kredit haben will, dann muss man halt erklären, was man will. Und das Krasse ist auch, und das finde ich besonders beeindruckend, jede Kreditanfrage, also jede bestätigte Kreditanfrage wird veröffentlicht. Also das heißt, man kann das nachschauen und nachlesen und kann sich angucken, welche Unternehmen dort Geld bekommen. Das heißt, auch die Kontrolle ist so ein bisschen gecrowdsourced. Das heißt, man kann sehen, wer leiht sich denn da Geld und ist es wirklich wahr? Verhandelten die sich richtig? Die haben ja auch Mitarbeiter, können das auch sehen. Also alleine, das ist sozusagen ein Riesenunterschied zu jeder anderen Geschäftsbank, die ja
gerade bei der Kreditvergabe vor allem darauf achtet, ist es profitabel, ist es sicher und kann ich da sozusagen meinen Einsatz, also rentiert er sich für mich? Und da sieht die GLS halt ganz verschiedene, ganz andere Ansatzpunkte und sagt, okay, das muss erstmal unseren ethischen Anforderungen entsprechen. Wenn es das nicht tut, dann gibt es da halt keinen Kredit und fertig. Und da muss man ja auch sehen, die Bank ist relativ jung. Witzigerweise ist in meinem Geburtsjahr, also 74, gegründet. Also die ist noch relativ frisch und hat auch eine lange Geschichte hinter sich. Ja? Was sagt er jetzt, weil er in dem Jahr geboren ist? Frisch, ich habe heute gerade gehört, wenn die New York Times vor 5 Jahren gegründet wäre, wäre sie jetzt 400 Milliarden Dollar oder 4 Milliarden Dollar oder so viel wert. Aber sie ist halt vor 160 Jahren gegründet worden. Und die GLS ist ja, naja, also frisch würde ich das jetzt nicht sagen, aber vielleicht ist sie sozusagen vom Image her frisch. Ich fand auch dieses Thema Transparenz sehr überzeugend, weil das sich sehr gut mit meiner persönlichen Überzeugung davon, wie man als Unternehmer Geschäfte machen sollte, verträgt. Die Schaffung von Transparenz sorgt nämlich dafür, dass Dritte, du hast jetzt gerade eben crowdsourced genannt, die Möglichkeit haben, nachzuvollziehen, ob ich meine blumigen Versprechen tatsächlich in der Realität einhalte. Ob ich vielleicht dem Donald Trump dann doch noch irgendeinen Kredit gebe, den er sonst nirgendwo bekommen hat. Dafür gibt er mir dann einen höheren Zinssatz. Oder ob ich halt sage, nee, müsstest du schon ein paar Bio-Maisfelder anbauen, damit ich da am Start bin. Und das gefiel mir zum Beispiel sehr gut, weil wir selbst als Unternehmen, jetzt noch mehr Startup Media, mit Wikis, mit Aufgabenmanagementsystemen, die einfach Transparenz im Unternehmen herstellen und diese Wissensherrschaft sozusagen systematisch bekämpfen, weil halt jeder in der Lage ist, auf alle Informationen grundsätzlich zuzugreifen, es sei denn, die sind irgendwie geschützt. Das lebt halt sozusagen diese Bank auch. Was mir auch gut gefällt, ist dieser Genossenschaftscharakter, den du da angesprochen hast. Die sind halt durch diese verstreute Eigentümerschaft frei von komischen Geschäftspraktiken, wie zum Beispiel einem kostenlosen Gehaltskonto. Warum sollte mir jemand ein kostenloses Konto zur Verfügung stellen? Das ist doch sozusagen die Urleistung, dass ich ein Konto bekomme und für dieses Konto Gebühren zahle. Wenn ich jetzt auf einmal keine Gebühren zahle, dann muss doch irgendwo anders her das Geld herkommen. Das muss doch sozusagen jedem klar sein. Es wird doch niemand sozusagen hingehen und diese Leistung einfach kostenfrei machen und sich die eigene Geschäftsgrundlage nehmen. Das heißt, ich muss mit irgendwas anderem Geld verdienen. Und das ist mir einfach zu anstrengend. Das Schöne an der GLS ist, die haben verhältnismäßig hohe monatliche und auch Transaktionsgebühren. Aber das war's halt. Da gibt es nichts sonst. Da gibt es keine Strategie dahinter. Da ruft mich keiner an und sagt, hallo, Seibert, willst du nicht noch hier dieses Derivat kaufen? Oder kann ich nicht noch eine berufliche Altersvorsorge an deine 150 Mitarbeiter verkaufen? Oder willst du nicht hier noch diesen Factoring-Kredit aufnehmen? Wo ich dann bei jedem Finanzprodukt erstmal überlegen muss, was ist denn das eigentlich? Wofür brauche ich denn das? Was kostet denn mich das? Warum bietest du mir das eigentlich an? Und das Schreckliche dabei ist, dass, oder das Gute an der GLS dabei ist, dass ich dann nicht am Ende komme. Das ist ja auch schön eigentlich. Also offensichtlich was mein Opa geliebt hat. Ja? Aber wenn es eine persönliche Beziehung gibt und der Berater dann sieht, oh, der Seibert hat immer Finanzierungsprobleme. Jetzt biete ich dem mal ein Factoring an. Das ist zwar scheiße teuer und damit verdiene ich echt viel Geld, aber dafür nehme ich dem ja auch das Problem ab, dass seine Kunden so spät zahlen. Weil nämlich jetzt ich als Factorer hingehen kann und sagen, Kunde, so, musst jetzt mal zahlen. Hast ja auch, mein Opa hat damals Lichtmasten hergestellt, diesen ganzen Stahltonnen an Lichtmasten bekommen, jetzt musst du auch mal bezahlen. Und dann ist der Seibert vielleicht auch bereit, da seine 5, 6, wie viel Prozent auch immer für das Factoring zu bezahlen, weil er ja dann das Geld aufs Konto bekommt, kann er seinen Stahl schnell bezahlen. Cooles Produkt, ja, toll, wenn ich es brauche. Und das ist genau aus meiner Sicht halt der Hintergrund. Da wurde ja früher dann immer gesagt, ja, dann gehst du zu der Direktbank und dann kannst du das alles selber machen und dann brauchst du gar nichts zu bezahlen. Das ist ein tolles Konzept. Nur, wenn Sie jetzt sozusagen über eine neue Bank gehen, haben Sie Ahnung davon? Wissen Sie das alles? Also kennen Sie diese ganzen Finanzprodukte und wissen, welche davon Sie brauchen und welche nicht und welche Versicherungsprodukte und sowas? Ich habe es nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Und
ich muss mich bei jeder Sache, bei jeder Entscheidung, die ich da treffe, muss ich mir erstmal sozusagen wieder vergegenwärtigen, was ist das eigentlich für ein Produkt, wie wird das finanziert, was gibt es da für Gebühren, was gibt es vielleicht für versteckte Gebühren, wie funktioniert denn das? Und erst dann habe ich zumindest selber das Gefühl, kann ich eine Entscheidung treffen. Und da hätte ich gerne einen Ansprechpartner, wenn ich dann wirklich mal Hilfe brauche, von dem ich weiß, dass der mir eine Antwort gibt, die ich schon bezahlt habe. Dem habe ich schon meine Gebühren gegeben. Der braucht mir nicht noch irgendein Produkt zu verticken. Und naja, also da gibt es vielleicht bei der GLS Bank, sind wir jetzt gerade auch an anderer Stelle noch am Evaluieren. Und da war dann am Anfang so die Sache, naja, das ist ja wie eine Direktbank, da gibt es ja gar keine Beratung. Und stellt sich heraus, doch, die haben auch sogar Ansprechpartner. Mit denen kann man sogar sprechen. Da gibt es dann sogar eine Kontokorrentlinie, wenn man die wichtig findet. Und das ist auch etwas, was mir gut gefällt, dass die, sagen wir mal so zurückhaltend sind, dass die sozusagen sich dann melden, wenn wir Hilfe brauchen. Denn das Betreuungsmodell von meinem Opa, das funktioniert ja offensichtlich heute nicht mehr. Also zumindest vielleicht noch in Naurod mit der Volksbank. Ich will noch mal ein ganz einfaches Beispiel einfach. Das kann man auch, also ich meine, das ist ja mehr als beeindruckend für mich zumindest. Es gibt diese NTV-Auszeichnung, also unserem Nachrichtensender NTV Bank des Jahres. Und die GLS ist letztes Jahr und in den 9 Jahren davor, also 9 Mal hintereinander jetzt Bank des Jahres geworden, weil die Kunden die halt unglaublich gut bewerten, den Service, das, die ganzen Ablauf und auch die Art und Weise, wie dort Geschäfte betrieben werden. Und ich glaube, das ist halt etwas, was ja wahrscheinlich früher deinen Opa und zur Deutschen Bank, meinen Opa zur Commerzbank gebracht hat. Und die sind halt heute Banken, die halt so nicht mehr funktionieren. Die GLS kann das halt und das Interessante ist halt auch, dass das offensichtlich honoriert wird und die Leute das halt auch sehr positiv wahrnehmen. Und daneben dieser genossenschaftliche Teil ist natürlich auch insofern nochmal interessant. Es gibt ja diese die Versammlung jedes Jahr und auch dann so eingeladen, kann man hinfahren nach Essen und daran teilnehmen. Das ist auch sehr spannend. Also bist du da gewesen? Bitte? Bist du da schon mal gewesen? Nein, leider nicht. Es war bisher immer Kollision. Aber ich habe das seit immer auf dem Programm, möchte da gerne hin, weil es wirklich spannend ist, was die an Nebenprogrammen machen und was sie auch am Programm für die, sozusagen, was die Bank selbst angeht, tun, weil halt auch der Mitmachanteil ist da hoch. Also das, was du vorhin gesagt hast, Vicky und so weiter, da ist schon eine sehr hohe Kommunikation, die stattfindet zwischen der Bank und den Genossenschaftern und den Kunden. Und insofern ist auch das nochmal interessant. Aber wie gesagt, für mich ist da auch, was das am besten widerspiegelt, die werden ja nicht zufällig von den Kunden immer wieder auf den Platz 1 gewählt, jetzt seitdem es das gibt. Das ist schon, finde ich, alleine in der Folge sehr beeindruckend, wenn man es einmal wird. Aber wenn man es jedes Jahr wird, ist das schon, ja, ein ziemlich klares Votum zumindest mal der Kunden. Und ich denke auch, das liegt halt ein bisschen auch an der Geschichte. Das ist halt, es ist ja dieser Sozialgedanke, also mit dem das 74 gegründet wurde, auch zum Beispiel, da wurde in der Paritätische Wohlfahrtsverband finanziert. Damit hat es ja angefangen. Das sind sozusagen die Startsachen. Oder zum Beispiel 1988 wurde das erste Windrad halt finanziert. Also 1988, das ist halt schon lange her. Da wurde über regenerative Energien jetzt wirklich nicht häufig gesprochen. Und dann halt, klar, der große Sprung kam dann ja auch nochmal, die haben ja 2003 diese Ökobank übernommen und damit war dann natürlich auch, damit wurde der Anteil von Kunden viel größer, es kam dieses ganze Thema Ökologie noch viel stärker rein, also das Thema Nachhaltigkeit in das Bankgeschäft auch nochmal zusätzlich und ja, damit hat man jetzt heute einfach ein Institut, was einfach anders ist und ich glaube, dass das der richtige Weg ist und auf jeden Fall ein Weg, der mir und dir halt auch sympathischer ist als die Deutsche Bank oder irgendeine andere Bank, die da draußen so rumläuft und zwar schöne Imagewerbung macht, aber über die halt sonst nicht so viel gesprochen wird. Was mir noch wichtig ist, ist so ein bisschen die Frage zu beantworten, warum nehmen wir das Video überhaupt auf? Und ein Grund, den ich habe, um das mit dir aufzunehmen, ist, es gibt ja diese Fridays for Future Bewegung, wo die Schüler unter Diskussionen vieler Leute dann die Schule verlassen und für Umweltschutz protestieren. Ich habe das auch irgendwie vor 2 Wochen oder so selber daran teilgenommen. Für Erwachsene auch, durften die auch mal mitlaufen. Und was mir da so sozusagen so ein bisschen hypokritisch vorkam, war, es ist relativ einfach und billig, sich irgendwo hinzustellen und zu sagen, ich will gerne mehr Nachhaltigkeit, ich will gerne mehr Umweltschutz. Es ist eine ganz andere Sache, selber was zu tun, sich
sozusagen irgendwie einzuschränken, die Ernährung, die Art und Weise, wie man sich fortbewegt als Mensch zu verändern, weil das teilweise lästig ist, sondern nicht mehr so einfach und bequem wie vorher. Und genauso ist es jetzt bei der Bank. Also wir könnten mit Gartentechnik kommen, sind da sozusagen ein solider Bankkunde, würde ich sagen, haben da ständig irgendwelche Gelder auch, die unsere Kunden, also wir haben ein Abo-Modell auch als Geschäftsmodell, das heißt, die Kunden zahlen uns im Voraus ein Jahr für ihren Web und ihre Website und dann liegt das Geld da bei uns und wir verbrauchen das sozusagen, essen das langsam auf mit unseren Gehältern. So funktioniert letztendlich unser Geschäft, könnte man sagen. Das heißt, da liegt immer, wenn wir unsere Geschäfte ordentlich führen und unser Steuerberater hält uns immer dazu an, das sozusagen zu tun, dann liegt da immer mehr Geld, als wir ausgeben, was ja gut für die Bank ist. Können die das Geld nämlich an andere Leute verleihen und es gibt auch kein Risiko. Was soll denn passieren? Also selbst wenn wir pleite gehen, liegt da ja noch Geld. Also für die Bank ist das jedenfalls kein Problem, wenn wir pleite gehen sollten. Und jetzt könnten wir mit so einem Profil relativ gut zu unterschiedlichen anderen Banken gehen und sagen, naja, wir sind zwar nicht groß, aber wir stellen auch kein Risiko dar. Gebt uns mal gute Konditionen. Dann würden die uns gute Konditionen geben. Aber warum? Also sozusagen für die paar Euros, die man da einsparen kann, ist es mir viel wichtiger, zum Beispiel mit so einem Video eine Botschaft daraus zu senden und zu sagen, Euros an Gebühren, die durch diese Verhandlungsmasse einsparen kann. Verschreib dich lieber jemandem, der ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat und konzentriere dich selber darauf, sozusagen dein Geschäft nachhaltiger und profitabler zu gestalten. Und das ist nämlich was vielleicht ein bisschen lästig ist, zahlen wir ein paar mehr Gebühren und haben nicht unseren eigenen Nutzen optimiert, aber tatsächlich was getan. Und das wünschte ich mir, dass es mehr unserer Kunden bei Sabbat Media und vielleicht auch der ein oder andere Motorist täte, mal darüber nachdenken, was kann ich denn tun, um Kunden zu helfen. Nehmen wir jetzt mal sozusagen oder einfach so, sie verkaufen jemandem ein Akkugerät statt einen Zweitakter, der ganz böse Abgase verursacht. Ich bin jetzt zu sehr Laie, um sagen zu können, ob das einen Beitrag zur Nachhaltigkeit darstellt. Der Akku ist ja auch irgendwann platt und muss entsorgt werden und ist dann giftig und so weiter. Aber wenn man darüber nachdenkt, fallen einem relativ viele Dinge ein, die man tatsächlich tun kann. Und das ist der Grund, warum ich dieses Video aufnehme. Tun Sie was, um es salonfähig zu machen, nachhaltig zu arbeiten. Ich will es um das nochmal ganz, ganz konkret zu machen. Also, du hast ja gerade beschrieben, in unserem Modell, in unserem, also gar nicht in dem Geschäftsmodell, ist es einfach so, dass bei uns zwangsläufig Geld auf der Bank liegt. Und der ganz einfache Weg ist ja, was macht die Bank jetzt? Die kann das ja nicht da liegen lassen. Ganz im Gegenteil, die zahlt im Zweifel Strafzinsen, das ist ja sozusagen das neue Spiel seit der Finanzkrise. Also, was macht die? Die muss das Geld auch wieder verleihen. Und da ist mir halt schon wichtig, dass es halt in sinnvolle Projekte fließt und nicht irgendwohin, wo vielleicht die Rendite am höchsten ist, aber ich auch noch eine Katastrophe nach mir ziehe, also das Geld, was dann arbeitet, eine Katastrophe nach sich zieht, die niemand haben will. Und deshalb, wenn du sagst Fridays for Future und so weiter, die GLS, man kann ja sogar pro Konto, also ob für das Konto, das Depot, für Festgeld und so weiter festlegen, wohin das Geld explizit gehen soll. Also man kann Entscheidungen treffen, was man damit unterstützen will. Das heißt, man sorgt dafür, wenn man zum Beispiel sagt, okay, regenerative Energien sind irgendwie wichtig, wenn man so mit einem Elektroauto fahren möchte oder sonst was, kann man sagen, okay, das, was ihr mit dem Geld macht, was ihr zum Beispiel auf dem Girokonto benutzt, um damit zu arbeiten, das soll in regenerative Energien investiert werden. Und dann passiert das auch so. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, das ist etwas, wo ich als Kunde auch noch direkten Einfluss nehmen kann, was mit dem Geld jetzt passiert und wo das nicht einfach für irgendwas ausgegeben wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wofür die Deutsche Bank das vorher benutzt hat. Ja, die, oder jetzt im Moment noch benutzt. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nie gefragt. Aber ich muss halt sagen, das ist halt ein Punkt, der mir heute einfach nicht mehr gefällt, weil das halt unüberlegt ist. Und es ist letztlich, ja, es ist aufwendig, die Bank zu wechseln, aber es ist nicht so ein Aufwand, dass man den Weg nicht gehen kann. Und mit dem Video, ja, ich sehe es auch so wie du. Es ist halt, man tut direkt was in dem Fall jetzt. Auch schon mit dem Bankgeschäft, wo man das machen lässt oder wo man sein Geld arbeiten lässt.
Aber es ist halt auch etwas, wo man einfach auch ein Zeichen setzen kann und sagen kann, okay, auch mit so einfachen Maßnahmen kann man halt sein eigenes Unternehmen anders positionieren schon und nicht nur positionieren, sondern auch tatsächlich das auch so leben und sagen, okay, ich will nicht in eine Bank investieren oder dass die Bank in Projekte investiert, die mir persönlich oder uns als Unternehmen nicht gefallen. Und ich glaube, ich kann nicht nur für dich, sondern auch für Mitarbeiter sprechen, dass ich sage, die Vorstellung, dass damit ethisch schwierige Investments getätigt werden, die gefällt uns allen nicht. Und die Vorstellung, dass ab jetzt nur noch in sinnvolle Sachen investiert wird, die ist etwas, was wir, glaube ich, alle so unterstützen. Ich würde gerne noch ein Osterei loswerden. Dieses Video ist ja unglaublich lang. Ich habe keine Ahnung, wer sich das sozusagen komplett antut. Aber der ja, Gerrit, Leute von der GLS Bank wahrscheinlich. Ja, genau, jemand von der GLS Bank. Die sind von diesem Osterei ausgeschlossen. Ja? Mitarbeiter der Deutschen Bank übrigens auch. wenn Sie dieses Video jetzt noch angucken, der Gerrit verschenkt zu Geburtstagen, was ich großartig finde, Kiva-Gutscheine. Und ich schenke Ihnen einen 50 € die Kiva-Gutschein, wenn Sie der Erste sind, der unter dieses YouTube-Video einen Kommentar hinterlässt. Sie müssten mich vielleicht noch irgendwie kontaktieren, weil YouTube mir keine Möglichkeit gibt, Ihnen Sie anschließend zu kontaktieren. Aber wenn Sie Martin Seibert bei Google suchen, dann finden Sie sogar meine Handynummer. Mir reicht eine E-Mail-Adresse, die steht da auch. Schicken Sie mir eine kurze Mail noch und dann schicke ich Ihnen einen 50 € Kiva-Gutschein. Das ist mehr so ein soziales Experiment, um zu schauen, ob wir überhaupt einen haben, der es bis zum Ende durchhält. Bitte also, selbst wenn Sie jetzt der Vorstand einer anderen Bank sind, ja nur GLS und Deutsche Bank ausgeschlossen, melden Sie sich doch bitte, weil sonst kann der Gerrit und ich unser Social Experiment hier gar nicht auswerten. Kiva ist übrigens auch eine Sache, die ich persönlich zumindest für ziemlich nachhaltig halte. Wenn Sie zum Beispiel privat oder auch als Geschäft viel Liquidität über längere Zeit haben, dann können Sie sich mal mit Kiva beschäftigen. Das ist eine sehr schöne Microfinancing-Plattform für Menschen, die damit sehr viel anfangen können, mit diesen kleinen Geldbeträgen. Und 50 Dollar reisen bei Kiva schon ein bisschen. Damit kann man schon 2 Kredite vergeben. Also bitte was? Mit 50 Dollar kann man schon 2 Kredite vergeben. Richtig, 25 Dollar ist der übliche Satz. Dann kann man an Kiva nichts mehr spenden, aber das halten die am Anfang problemlos aus. Ja, vielen Dank für denjenigen einen, der zugehört hat. Für alle anderen macht es vermutlich keinen Sinn. Aber für mich war das sozusagen eine Herzensangelegenheit. Ich danke YouTube, dass sie dieses lange Video für uns in den Äther einspielen und da bereithalten. Ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, bis bald. Genau.